Ihr Auftrag, Proteste überwachen, Spionagenetzwerke aufspüren und international gesuchte Terroristen finden. Wenn auf der Welt irgendwas Einschneidendes passiert oder passiert ist, dann hat möglicherweise da Palantir auch Regie geführt oder seine Finger drin gehabt. Heute nutzt fast jeder westliche Geheimdienst die Software dieser Firma. Neben den USA und Großbritannien jetzt auch die deutsche Polizei. Doch das Unternehmen ist umstritten. Datenkrake. Datensortierer. Ein Überwachungsalbtraum? Was verbirgt sich hinter Palantir? Dieser Mann zieht im Hintergrund die Fäden. Alex Karp. Lange Haare, Brille. Seine Hobbys? Yoga und Tai Chi. Wirkt nicht gerade wie der Besitzer einer Spionagefirma. Wie mächtig ist er wirklich? Und kann sein Unternehmen auch für uns gefährlich werden? Um mehr über Alex Karp und seine Firma zu erfahren, reisen wir nach Palo Alto in Kalifornien. In direkter Nachbarschaft zu Google, Apple, Microsoft und Facebook steht hier das Headquarter von Palantir. Das Unternehmen hat Alex Karp nach den sehenden Steinen aus Herr der Ringe benannt. Ein Statement? Kein Stacheldraht. Keine Mauern. Keine Security. Bei einem Unternehmen, das mit Geheimdiensten und dem Militär kooperiert, haben wir etwas anderes erwartet. Doch vor der Kamera möchte niemand mit uns reden. Man bittet uns, das Gelände zu verlassen. Was wissen Anwohner über den mysteriösen Nachbarn? Sie arbeiten für die Regierung. Sie sind sehr mysteriös. Die Industrie kennt sie, aber sie wollen unauffällig bleiben und sind wohl erfolgreich, wenn man bedenkt, wie groß sie sind. Ich kenne Palantir. Sie sind furchtbar. Palantir ist eine Überwachungsfirma, die von einem rechten Milliardär geleitet wird, der versucht, die amerikanischen und internationalen Grenzen strenger zu überwachen. Ins Leben gerufen wird Palantir im Jahre 2003 von Peter Thiel, dem Gründer des Bezahldienstes PayPal, und Alex Karp. Startschuss für ihre Idee: der Terroranschlag auf das World Trade Center. Das soll sich nie mehr wiederholen. Deswegen ist nach den Anschlägen das Interesse bei Regierungen an einer Datensoftware zur Terrorbekämpfung besonders groß. Das Duo wittert eine Geschäftsidee in der Krise, denn Peter Thiel hat bereits durch PayPal gute Kontakte zur Politik. Autor Thomas Rappold aus Deutschland hat die Geschichte von Palantir genau untersucht und als erster weltweit ein Buch über die Firma und ihre Gründer verfasst. Peter Thiel war der Geldgeber, der über seine PayPal-Gründung dann auch zu erstem Reichtum gekommen ist und die Anschubfinanzierung für Palantir gegeben hat. Und operativ wird das Unternehmen seit den Anfängen eben von Alex Karp geleitet. Anders als Thiel ist Alex Karp an Politik aber so gar nicht interessiert. Sich selbst beschreibt er als Sohn zweier Hippies. Er liebt Yoga und lebt absolut minimalistisch. Doch er will sich dem Terror stellen. Und zwar mit einer Software, die Probleme schon erkennt, bevor sie überhaupt auftauchen. Dafür gehen Alex Karp und Peter Thiel auf Investorensuche im Silicon Valley. Und als die erstes Mal da aufgekreuzt sind, dann in Turnschuhen und typischerweise Silicon Valley-Kluft, also ohne Anzug, und 20-Jährige, 25-Jährige, dann wurden die auf der anderen Seite überhaupt nicht ernst genommen von reinen Anzugträgern. Ein Investor sagte zu ihm mal, sind wir hier eigentlich bei einer Sekte oder sind wir hier bei einem Unternehmen?
Doch es gibt jemanden, der an die Software glaubt. Der Geheimdienst CIA investiert 2 Millionen $ in die Idee. Während Peter Thiel weiter seine Firma PayPal leitet, übernimmt Alex Karp den Palantir-CEO-Posten. Doch was hat Palantir seither erreicht? Ihr größtes Kapital, die Datenanalyse-Software Gotham. Mit dieser Software entdeckte die US-Regierung 2010 zwei chinesische Cyberspionagenetzwerke. Diese sind für über 1000 Cyberangriffe in über 100 Ländern verantwortlich. Darunter Angriffe auf Computer im Büro des Dalai Lama, der NATO und mehrerer Botschaften. Ihren größten Coup landet Palantir 2011. Gotham ist laut Insidern maßgeblich an der Festnahme von Osama bin Laden beteiligt. Doch was ist Gotham genau? Man kann sich die Software wie eine gigantische Rätselmaschine vorstellen. Zum Aufspüren eines Terroristen werden beispielsweise innerhalb von Sekunden Millionen von Daten aus Telefonverbindungen, Überwachungskameras und Kreditkarten durchsucht. Also im Kern und bildlich gesprochen kann eben die Gotham-Software von Palantir die im wahrsten Sinne des Wortes die Stecknadel im Heuhaufen finden. Und zwar nicht nur eine Stecknadel in einem Heuhaufen, sondern eben in vielen Heuhaufen, die wir heute eben auch durch digitale Daten produzieren. Die Software ist allerdings keine super künstliche Intelligenz, sondern ein Werkzeug, das von Datenanalysten benutzt wird. Palantir greift nur auf Daten zu, die Kunden wie FBI oder CIA freigeben. Heißt, Palantir stellt nur die Software zur Verfügung, die Daten kommen von den Nutzern selbst. Aktuell ist die Software in den USA und Kanada auch zur Bekämpfung der Corona-Pandemie im Einsatz. Gotham überwacht die Wege und Aktionen tausender Menschen in Großstädten, um bei jedem neu entdeckten Fall abzuschätzen, wer sich als Nächster infizieren könnte. Gotham kann also nicht nur Daten nachvollziehen, sondern auch Voraussagen für die Zukunft treffen. In der Theorie könnte Palantir damit politische Events wie einen Putschversuch oder sogar einen Bürgerkrieg prognostizieren. Obwohl die Software so mächtig ist, setzt das Unternehmen gerade mal 800 Millionen Dollar im Jahr um. Ein winziger Bruchteil von dem, was Facebook oder Google machen. Der große Unterschied: Google und Facebook handeln mit Daten und verdienen gigantische Summen durch Werbeeinnahmen. Palantir hingegen verkauft lediglich seine Software. Damit setzt die Firma einen Gegentrend im Silicon Valley und der kommt gerade bei Programmierern gut an. Genau diese Wirklichkeit und wirklich diesen harten Müssen an den Dingen, die hart crack sind, kann ich eben bei Palantir dann auch wirklich eigenverantwortlich dann arbeiten. Und das reizt eben sehr viele dann, die quasi dieses Hacker-Gen in sich haben und wirklich etwas bewegen wollen. Das Unternehmen hat immer wieder mit Kritik zu kämpfen. Vor allem der Datenschutz ist ein Thema und wird von vielen Gegnern angezweifelt. Auch wenn CEO Alex Karp immer wieder betont, der Datenschutz ist Palantir extrem wichtig. Trotzdem kommt es vor dem Headquarter in Kalifornien immer wieder zu Protesten. Die US-Bürger werfen Karp und seinem Unternehmen unmoralische Praktiken vor. So konnte die US-Regierung mit Hilfe der Software Einwanderer ohne Papiere leichter identifizieren. Hunderte Kinder wurden dabei von ihren Eltern getrennt. Die Polizeibehörden von New Orleans und Los Angeles mussten sogar die Arbeit mit der Software aufgrund von Rassismusvorwürfen beenden. Der Verdacht: Gotham hat besonders Bürger mit Migrationshintergrund als Gefahrenquelle eingestuft. Das ist alles andere als schön, aber das hängt auch damit zusammen, dass die Software eben immer nur ein Mittel zum Zweck ist und nicht abschließende Entscheidungen fällen kann. Und zum anderen natürlich auch, dass die zugrunde liegenden Daten dann möglicherweise nicht die Güte hatten, diese haben zu retten.
Theoretisch könnte so etwas auch in Deutschland passieren. Palantir hat mittlerweile 25 Büros weltweit, darunter eines in München. Auch hierzulande soll Gotham für Recht und Ordnung sorgen. Die Polizeibehörden in NRW und Hessen testen die Software bereits. Auch bei uns in Deutschland ist die Sorge groß, dass sensible Daten der Polizei in den Händen eines fragwürdigen US-Konzerns landen könnten. Das sind dann immer spezifische Daten, die bei den Behörden liegen, die auch dort ja auf deutschen Servern dann hochsicher verwahrt sind. Also hier kommen keine Daten dann nach in die USA oder werden in irgendwelchen Datensendern dann gehalten. Also die einzelnen Behörden haben nach wie vor dann und haben die volle Datenhoheit. Thomas Rappold glaubt, dass unsere Daten sicher sind. Auch das Unternehmen bewirbt die Sicherheit. Alle Informationen würden nur an Ort und Stelle gefiltert. Ist Palantir also gefährlich? Da die Software der Polizei Hinweise gibt, besteht eine gewisse Gefahr für Fehler. Doch die geht nicht von der Software an sich aus, sondern von den Menschen, die sie bedienen. Doch jetzt in der Corona-Krise kann die Software eine große Hilfe sein. Und nehmen wir mal als Beispiel von, was jeder in den Medien tagtäglich verfolgt hat, Johns Hopkins Universität in den USA. Die sitzen in den USA und haben uns jeden Tag die Zahlen für Deutschland gezeigt, wie viele Infizierte wir haben. Wie kommt das? Wie kommen die an die Daten? Thomas Rappold vermutet auch dahinter Palantir. Aber offizielle Statements gibt es nicht. In Großbritannien und den USA arbeitet man bereits mit den Gesundheitsbehörden zusammen. In Deutschland, Frankreich, Österreich und der Schweiz bietet Palantir gerade eine Software an, die unter anderem Kapazitätsengpässe in Krankenhäusern entdecken soll. Gotham wird also in Zukunft eine immer größere Rolle spielen. Aktuell ist die Firma 22 Milliarden Dollar wert und damit extrem mächtig. Ein Risiko für Datenskandale bleibt, doch kann Palantir auch viel Gutes bewirken.